Sabadee Kap, meine Thailands-Fans und meine Thai-Freunde. Ja, Regenzeit, Tierezeit. Ja, man sieht das ja in Thailand, wie viele gefährliche Tiere kommen, besonders die Schlangen. Es gibt eine Schlange, was sehr gefährlich ist, Kobra. Und noch ein paar andere giftige Schlangen. Die Schlangen, die hauen am meisten ab, bevor du die siehst. Aber welche sind so gezwungen, obwohl sie nicht hingehen können, dann richten sie sich auf. Geh langsam zurück, nicht auf die zu. Die können auch spucken. Ein Gift. Und wenn du es in den Augen hast, kannst du erblinden. Ich will jeden Schlangenbiss sofort zum Arzt gehen. Es gibt welche Schlangen, die beißen, aber ist nicht giftig oder ist nur leicht giftig, aber harmlos. Aber Urlauber oder Urlauber, die kennen das ja nicht. Die Einheimischen kennen das teilweise. Die rufen immer Experten für die Schlangen. Die gehen auch in Haus rein, wenn das Regenzeit ist. Die suchen sich was Trockenes. Und wenn die im Haus sind, die siehst du gar nicht. Vielleicht siehst du meine Spitze von dem Schwanz oder sonst was. Genauso, wenn das jetzt Regenzeit ist, guck immer, was in der Schuhe drin sind oder dreh die Schuhe um, dass da keiner reingeht. Ja, ich habe schon ein paar Schlangen gesehen, kleine, aber wenn die beißen, die sind auch gefährlich. Nicht so schlimm, weil sie nicht so viel Gift haben, aber die können das Gift nicht kontrollieren. Aber das langt schon einer, der herzkrank ist oder hat Allergie, da kann der sterben daran. Praktisch, er steht, geht in Schock rein. Ja, und dann gibt es auch noch andere so Tiere, die sehr gefährlich sind. Das sind Beispiel auch der kleine Tausendfüßler, wie das viele so sagen oder kennen. Und die sind sehr giftig. Das ist normal heißt das Scolopender. Die werden so gut 20 cm, nachdem wie sie sind, die sind verschieden farbenmäßig, wie das ist. Am meisten sind sie rotbräunlich oder bräunlich. Ja, die werde ich nicht anfassen. Die können auch hinten die Lider verlieren. Die haben Stacheln, die stechen dich. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Ja, ich habe die schon ein paar Mal gesehen, so 15, 20 cm lang. Aber ich fasse die nicht an. Töten tue ich sie auch nicht. Die sind auch nützliche Tiere. Die siehst du selten, weil sie am meisten sind sie unter die Steine oder wo es feucht ist. Da sind die. Ja, und dann gibt es die schöne. Das gibt 20 Skorpionarten. Die Skorpione zählen zu unter die Spinnensorten. Ja, ich habe die ja schon ein paar Mal gesehen. Die haben mich auch ein paar Mal gestochen. Ja, das erste Stich, das hat wirklich wehgetan. Aber je mehr du Stiche hast, wirst du immun dagegen, dann merkst du das nicht. Dann tut das nur kurz weh, wenn das ein Bienenstich ist. Aber die können bis 20 cm groß sein. Und die Kleinen, die haben den Gift auch nicht unter den Kontrollen. Die spritzen voll ab. Das merkst du denn mindestens 3, 4 Tage. Je größer die sind und so erwachsener, je mehr Schmerzen hast du. Ja, und jetzt kommen so die schönen Spinnen an, so wie eine Tarantel. Ja, die sind nicht giftig, aber die haben aber auch Gift, aber für Menschen harmlos. Aber das ist auch so, wenn du einen Wespenstich hast. Tut nicht weh und ist kein Problem damit. Aber kommen wir nochmal zum Schlangen darauf zurück. Man sieht die nicht, aber ich rate nur abends nicht in Gras gehen, weil Schlangen kommen nachts raus. Du siehst sie wenig am Tag. Und es gibt viele Giftschlangen. Ich habe schon welche gehabt vor meiner Haustür. Besonders in Regenzeit sehe ich hier viele kleine und große. Wenn Löcher sind, fass nicht rein in ein Loch. Da können Schlangen sein oder sonst was oder eine Spinne. Das ist das Problem. Ich habe schon Schlangenlöcher gesehen und ich habe auch gesehen, wenn sie da rauskommen. Wenn ich unter die Büsche fasse und so, dann nehme ich die erst mit dem Stock und gucke richtig unter.
Weil die meisten, die Schlangen sitzen da auch. Ich habe es auch mal gehabt, hinten, wo ich die Bäume geschnitten habe, um den Unkraut weggemacht habe, habe ich auch eine Schlange gesehen, aber die war schnell weg. War eine Kobra. Aber die haben meistens Angst und bevor sie dich sehen oder du siehst die, sind sie schneller weg, als wie du gucken kannst. Ja, das war erstmal. Und das gibt es ja auch, so Quallen und so. Die Galeone und so, die sind auch sehr gefährlich. Oder Nesselquallen, sehr hochgefährlich. Die Zeiten sind zweimal und die findet man viel im thailändischen Ozean. Und damit will ich vorsichtig sein. Besonders wenn einer herzkrank ist oder hat Allergie. Die können sofort sterben mit Atemstillstand. Ich will immer empfehlen, was alles so gefährlich ist und was du nicht kennst, geh zum Arzt. Wenn du eine allergische Reaktion hast, kann das sehr gefährlich sein. Es sind viele toxische Gifte, was hoch sind, und toxische Gifte, was niedrig sind. Aber das kann eine Allergie ausüben, alles. Besonders bei Schlangenbiss. Sofort die Schlange fotografieren und dem Arzt das zeigen. Der weiß ganz genau, wenn das giftig ist oder nicht. Und ich sage immer, die Urlauber, zieh Stiefeln an, wenn ihr in Regenzeit in den Nationalpark geht. Da laufen viele rum, Tiere, was ihr nicht kennt. Und wenn ihr eine Schnittwunde habt, geht zum Arzt oder säubert das richtig. Und Tetanus, das ist immer das Wichtigste. Tetanus gibt es auch in Thailand. Wenn du das nicht hast, kannst du eine sehr hohe Infektion haben. Weil hier im Erdreich sind sehr viele Bakterien und Viren. Ja, und Mücken gibt es auch wieder viel. Mit hier Dengue-Fieber. Bei uns hat zwei Leute Dengue-Fieber. Wo ich im Krankenhaus war, hat auch einer ein Dengue-Fieber. Es ist wieder kommen. Malaria nicht so, das ist ja nur in südlichen Thailand, hast du viel Malaria. Sonst soweit ist das in Kontrolle. Bei Kambodscha ist manchmal Malaria-Gebiet, aber wenig. Am meisten kriegst du so Malaysia und in die Ecke Südthailand. Deswegen sage ich immer, abends lange Kleidung, Mückenspray, was aus Europa ist, taugt nichts. Hier, weißt du was, Chris? Es hilft ein bisschen, aber auch nicht das Größte. Aber gegen Mücken will ich vorsichtig sein hier. Malaria und Dengue-Fieber bekommst du hier sehr schnell jetzt. Ja, das war ein kleines Update von gefährlichen Tieren. Ich hoffe, ihr habt Respekt vor Tieren hier. Was ihr nicht kennt, geht nicht ran, fasst nicht an. Das ist mein Tipp. Lasst die Tiere in Ruhe. Zwingen sie nicht, spielen nicht, dann tun sie dir auch nicht. Die Tiere haben mehr Angst, als du hast. Die verschwinden, besonders Schlangen. Ja, ich habe viele Schlangen gesehen. Ich habe mal eine Schlange im Video gemacht, wie sie eine Maus frisst, eine kleine. Ich weiß nicht, wenn ihr das Video gesehen habt, von halbes Jahr oder von Jahr, muss das sein. Das weiß ich nicht. Aber ich habe auch eine Spinne reingesetzt. Nächstes Mal, wenn ich so Schlangen sehe, wenn ich mir die Kamera hole, sind die Schlangen weg, dann werde ich mal auch mal Schlangenaufnahmen machen. Und man sieht hier viele wunderbare Vögel. Das werde ich nächstes Mal machen mit der Drohne. Da kann man die schön ranfliegen, kann man die ein bisschen besser aufnehmen, als wenn man jetzt hinläuft. Dann sind sie weg. Besonders die Fischreiher, wenn sie da stehen, kann ich mit der Drohne schön ranfliegen, dann gehen sie nicht weg. Ja, solche Aufnahmen werde ich nächstes Mal nehmen. Und eine kleine Nebenbemerkung: Ich lästere nicht über YouTube und brauche nicht abgucken, was andere machen. Ich habe die Ideen selbst. Ich weiß, welche klauen die Ideen, was man voraussagt, und das sage ich nicht mehr. Weil ich finde es traurig, dass solche Leute es gibt. Ich würde mich freuen, wenn ich mehr Abonnenten bekomme. Das kostet euch nicht. Wir verlangen nicht viel. Das ist frei. Mach nur einen Klick. Und wenn das nicht gut ist, brauche ich das nicht rausnehmen. Ich freue mich, je mehr das ist.
Viele sagen, wenn ich meine Meinung sage, dann nimm sie es raus oder sonst was. Es kommen und gehen welche. Ich gebe gute Informationen, was ich selbst erlebe. Ich kann viel mehr erzählen von der Behörden, weil meine Frau arbeitet im öffentlichen Dienst, das weiß ich ja schon. Und wir haben auch ein paar Bekannten, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Aber manchmal muss man immer vorsichtig sein, was man sagt und so. Und morgen bringe ich ein Thema, was sehr interessant ist. Respekt. Andere kritisieren. Keine hier. Das kann gefährlich ins Auge gehen. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, was ich mache, aber viele wissen das nicht. Es ist ein Engländer jetzt im Gefängnis, weil er ein Restaurant kritisiert hat und so. Das wird hier hart geahndet und bestraft. Damit werde ich ein bisschen vorsichtig sein. In Deutschland ist das zwar auch, aber da muss eine Anzeige machen, das wird meistens in Sande gelaufen, aber hier in Thailand nicht. Mit solcher Äußerung sei man vorsichtig. Da werde ich ein Thema morgen mal bringen. Und ich habe nicht von einem gehört, ich habe von mehreren gehört, ich habe auch sowas erlebt von Thais. Deswegen werde ich das Thema bringen. Besonders gut für Touristen ist das, Respekt in ein Land zu bringen. Ihr könnt ja wieder raus, vielleicht. Aber ihr werdet immer im Pass kontrolliert, wenn ihr rausgeht. Ja, meine Leute, das ist mal heute was. Und morgen oder heute Abend bringe ich den Thema Respekt über Thailand. Das ist wichtig. Ja, und das war meine Leute. Ich freue mich, wenn ich mehr Abonnenten bekomme, den Daumen hoch. Gute Kommentare, die Nebenkommentare lass weg, ich lösche die. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder einen schönen guten Abend. Bis nächstes Mal, euer Sigi aus Thailand. Bye.